und willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 3 Nemesis. Letztes Mal gestiegen, ich habe jetzt das wird ein bisschen ja, wie soll ich sagen, erhöht bisschen höher geschaffen Helligkeit. Und ja, jetzt starten wir mal. Letzte Folge habe ich noch mit der Game Capture so auch Video und Ton aufgenommen. Jetzt mache ich mir gerade ein Video mit Our City zusätzlich und werde jetzt ja, jetzt mit Our City mal gerade aus aufnehmen. Provisor. Automatisch füllen ab. Das können wir natürlich wieder wählen. Ich will einfach mal Fight with the Monster. Natürlich jetzt viel, viel einfacher. So, erstmal Dienstkarte. Und Schuss nehmen wir. So. Stars. Jäger. Muss zum ersten Mal gerade checken die Karte, denn da haben wir das Karte. Da haben wir den jetzt natürlich geholt, besiegt haben, haben wir natürlich uns einen Gang gespart, in einen anderen Gang. Anderen Teil. Und ja, ich werde auf jeden Fall bedeutend besser. Gehen wir erstmal zur Stars-Karte benutzen. Ja, komm. This is Stars Personal. To the match is okay. To the start of the test, when room is available. Today 0513, okay. Na, Jill macht die 180 Grad Drehung. Police Station Map, ja. Police Station Map. So, Munition mit tun, auf jeden Fall. Na. Ach, Jill, nimm noch die Munition, Jill. Also geht doch. Handgun Bullets, yes. Und ja, jetzt machen wir erstmal ins Stars Büro auf, wo uns da den Dietrich eventuell den Granatwerfer bzw. den Magnum noch. So. Komm so. Da. Ja, ich hatte es erst überlegt, Master Resident Evil 4, aber ich für meinen Teil hat Resident Evil 4 nie so gut wie die anderen Teile, wie die vorigen Teile, auch wenn vieles anders sehen. Mounts Report, ja, Report, September 24th. There are reports of the server. Aber ganz ehrlich, auf Deutsch würde ich es wirklich lesen, aber auf Englisch, da mein Englisch nicht so gut ist. Ganz ehrlich, lasse ich es jetzt. Boah, diese scheiß automatische Filme, ich muss gerade erstmal ausschalten hier. Andere. Automatisch Zoom, Super Zoom. 4:3. Dann haben wir hier 4:3. Sehr arme Person. Aber es geht hauptsächlich darum, dass so ein Edelstein von so einer Uhr geklaut wurde. Diese 2. Und er das verfolgt hat. Aber da sie jetzt unterbesetzt sind und so alles, da. Wurde gesagt, dass das keinen Sinn hat, das dann weiter zu verfolgen, darum das erstmal diese Akte zu schließen erstmal. Ach scheiße. Ich lass mal verschwinden im Kabel. War ich gerade mit dem Stuhl rüber. So, erstmal den. Nein. Kann ich das gerade ehrlich gesagt nicht. Muss ich den Dash nachher nur nicht vergessen. So. Nur. Ach scheiße. 0, 5,
falls. So, hier kriegst du Emblem Key, ja. Stars Schlüssel nach oben ins Stars Büro, in das Stars Büro kommen. Und ja. Pegel an natürlich nochmal. Okay, jetzt habe ich ein kleines Problem. Nein. Ich habe bestimmt jetzt nicht, kann nur noch Spatzen schießen. Warum spielen wir einfach verwendet? Warum spielen wir einfach verwendet? Er hat da aber gefressen. Er leckt mich an Arsch. Ist da auch nicht wunderbar. Gut, erstmal hier rein Sachen ablegen. Sehr, sehr wichtig. So, einmal geht nicht. Na ja, haben wir uns halt. Ah, ne, waren Resil Zauber, damit so ein Lack, genau. David's Memo. Ja. Ganz ehrlich. Ne, danke. Ich. Die Memos kenne ich auch nicht alle auswendig. Ich kann das Spiel zwar ein- und auswendig, aber so Pistole kann erstmal gehen. Raketen verbrauche ich, die Starskarte brauche ich nicht. Das behalte ich. So. Wunderbar. Dann gehen wir jetzt nach oben. Na, ich könnte noch eine. Komm, Heilung brauchen wir nicht. Bin ja schon Wellenteilen. Uns macht das nichts. Vorhin hat einfach immer so krass, dass du hier mit grünen Kräutern alles heilen kannst. Normalerweise, wenn du gewissen wirst, bei den Zombies generell, wirst du selbst infizierst und auch nicht aus dem Film her. Oder auch in den Spielen selbst, dass du gebissen wirst und dann schnell, gebissen wirst und dann selbst auch zum Zombie wirst. Komisch, dass bei den Protagonisten hat eigentlich nie passiert. Warum auch immer. Nein, nicht. Yes, I will. I will. I will. So, dann gehen wir jetzt erstmal direkt zum Schrank und hoffen, dass da eventuell schon die Magnum drin ist. Ja, wahrscheinlich. Ja, Magnum, wunderbar. So, holen wir hier das Fax von Kendo noch. Wenn ich mal dran gehen würde, Jill, bitte. Rennwaffenshop, ja, das ist einfach. Das war ich ein bisschen, dass der Chris wohl da beim Kendo, der ist damit befreundet, hier eine bessere Waffe haben will. Und der Kendo hat halt diese Standardpistole M92 zu. Hat das verbessert. Und ja, so viel dazu. Was gehen wir erstmal hier unseren an unseren Schreibtisch und holen uns die. Den Lockpick. Dietrich. Und machen es auf dem Weg zurück. Und hören aber erstmal, was die Kommunikationsmaschine zu sagen hat. No! Come to anyone! Our platoon is cut off! No survivors found! This is Carlos! Es ist broken. Ich bin mal sehr gespannt. Resident Evil 2 soll ja Remake-Fang, habe ich auch schon gesagt. In Resident Evil hat dem Remake jetzt im letzten. Warte, habe ich den Namen auch nochmal dran hier. Und. Ja, Resident Evil 3 hoffe ich mal, hat auch dann gecaptured wird, bzw. renaviert wird, sag ich das, nenne ich das einfach mal. So. So, kommt unser Freund wieder. Den wollen wir aber direkt vorbeugen. Ah, ich habe gerade eben auch das Pulver im Schrank vergessen, ne? Naja, müssen wir gleich mal gucken. Nichts da, die bleibt liegen.
Bro, danke. Und hallo, willkommen Eagle 6.0. Und hinüber ist er. Einmal Pulverkarton. Und dann heißt jetzt wieder erstmal neu equipen bzw. sortieren. So, Waffen. Hier. Waffen da. So. Batsch, 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 batsch. Wo habe ich jetzt hier den. Diesen. Ach, den habe ich unten. Katze, wo ist dieser? Ausrüstung wäre auch nicht schlecht. So, Lock, den wir jetzt brauchen. Dann das weg. Halt, weiter runter. Noch ein Green. Ja. Ach, da ist das am Eingang doch für eine Kräuter. So, ich sag mal, Shotgun werde ich auch hier nicht, ich glaube ich, doch nicht mitschleppen. Und eher die Shotgun, nur die Shotgun voll aufgeladen, immer wenn ich am Speicherpunkt vorbeikomme oder so eine Kiste, werde ich natürlich die Shotgun wieder auffüllen, wenn ich sie denn gebraucht habe. So, erstmal hier noch das Pulver B für. Shotgun-Munition, wie wir gerade drüber besprechen, holen uns den Kristall noch mit, den hätte ich nämlich beinahe wieder vergessen hier. Und habe ich keinen Bock, nachher nochmal extra hier rüber zu rennen, deshalb. Und auch schon auch passiert, dass ich dann hier nochmal ins Polizeirevier rennen darf. So. Hartmikro. Schon liegen bei meinem Freund. Müssten hier vorne eigentlich links von uns aus gesehen jetzt noch genug Kräuter sein. Ja, Jo muss natürlich das noch mit. Zack. Wenn ich das mal aufheben würde. Bzw. ich mich richtig stellen würde. So. Ach, schon eine zweite grüne Kraut, ey. Normal, ich bin so schlecht. Jill, du stehst davor. Warum nimmst du kein Netz? Ja, klar. Das ist natürlich nur blöd. Jetzt habe ich natürlich keinen Platz mehr. Da wenn ich was finde, was ich aufheben muss, dann muss ich halt. Oh, Brad ist weg. Aber auch wie natürlich schwer Zeitsprünge hier. Denn wo Brad jetzt ist, wissen wir ja. Haben wir was in den zwei Jahren gesehen. Eben war hier noch taghell. Jetzt ist es schon Nacht. Nacht ist reingebrochen. Und fällt eigentlich nie so auf. Also hier so schon scheinbar ein bisschen Zeit. So schnell, so lange waren wir jetzt dann ja nicht drin. Ach naja, was soll's. So, das brauche ich nachher. Dann müssen wir hier ihn noch gerade. Ja, Pistolmützen abnehmen und seine Memos. Merkers Diary. First, ja. Hier auch so, wenn du alle Schriftstücke einsammelst und dann in der richtigen Reihenfolge, war manchmal das erste in Jills Tagebuch. Aber das hier habe ich einmal geschafft und drei ich mir später jetzt nicht weiter verfolgen. Und auch grüne Kräuter. Nein, ich werde das nicht betonen, ich hole mich vielleicht später noch mit. Wenn die passende Zeit dafür da ist. Ah. Jetzt haben wir die Zeit nach und nach. Hat ein bisschen Schuss vergeudet.
Ah, oh, wie scheiße. Ne? Ich kann gucken, das auch nochmal. Resident Evil waren sie irgendwie. Im ersten Teil waren sie irgendwie schlimmer. Ja, also, da hat jetzt noch Pulver, aber ich habe jetzt gerade keinen Platz mehr, für das aufzunehmen. Ja, schon mal, ich jetzt hier die mittlere Heilung machen darf. Muss. Komm. Komm. Zeig's mir, gib's mir. Aha, Schmerz. Ladekabel, ob wir für die scheiß Straßenbahn nachher noch brauchen. Ich hasse Bobbys. Zumindest Zombie-Runde. Das habe ich schon oft genug gesagt. Ich wiederhole mich schon wieder. So, einmal bitte. Bullets. Handgun-Bullets. So, dann kann ich jetzt den Dietrich erstmal auf Seite legen. Brauche ich nicht mehr. Halt, Dietrich ist hier unten. Den Sachen. E-Schaltstein kann dahin, das Kabel kann dahin. Einmal bitte. Bitte gerade nachladen. Munition, Munition. Einmal gegen eine kleine Heilung eintauschen, weil die werde ich bestimmt eventuell jetzt gleich brauchen. Und scheiß Köter dann hier. Ja. Sei, da habe ich ja gesagt, ich brauche diese Heilung, diese kleinen Heilungen immer schon wieder schon mal. Na? Aber was ich jetzt brauche, ist das Ding. Gott sei Dank, Mann. Gibt's eine Pumpgun? Halt. Map. Hier auf der Knut Auto Map. So. So, auf 94 wird das links liegen. Da ich es ehrlich gesagt nicht brauche. Ich kann mir auf die Pistole wechseln. So, das ist auf Frank Carlos. Hier mal, werden wir jetzt gleich retten. Einfach draufhalten. Ah, scheiße. Wer ist da hinten? Ach, jetzt kommt es hier verschwandet, ey. Na, ah, der Schuss hätte auch nicht sein müssen. God damn it. Naja, shit happens. Dann haben wir die Crank. Wo ist die Crank? Dann Shotgun Shells. Tun wir auch mal nachladen direkt. So, dann
Hier hin damit. Du kommst hier hin. So. Na jo, dann würde ich sagen, weiter für heute. Ich werde jetzt nochmal nachprobieren, wie Aufnahmen aufnehmen funktioniert mit und bzw. mal gerade Probe halber mal rendern. Damit ich mal sehe, ob ich das weiter mit Game Capture mache oder sonst. Game Capture machen soll, mit Outer City funktioniert. Und dann würde ich einfach mal sagen, wenn es euch gefallen hat, schaut doch morgen wieder ein zu einer neuen Folge von Let's Play Resident Evil Nemesis. Bis dahin, ciao!